Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, so zu diesem Thema Wort Gottes habe ich Ihnen heute einen ganz besonders tollen Text mitgebracht, der ganz voll ist von ganz tollen Ratschlägen für unser Leben. Ein Text, der, glaube ich, hier noch nicht gepredigt worden ist in der Kirche. Ich glaube, in all den 700 Jahren oder über 700 Jahren, die wir jetzt auf dem Buckel haben, aber ein ganz starkes, ganz wunderbares Wort aus Richter 14. Wir wollen hören die ersten 5 Verse. Simson ging hinab nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter den Töchtern der Philister. Und als er heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister, nehmt mir nun diese zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam. Denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese 5 Verse aus dem Buch der Richter. Wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort, mit dem du uns jetzt segnen willst und wirst in dieser Predigt. Und wir wollen dich bitten für diese Predigt um deinen guten Geist. Wir wollen dich bitten, dass du sprichst zu uns durch dein heiliges und lebendiges Wort, zu einem jeden Einzelnen, wie er jetzt hier ist, zu einem jeden Einzelnen, wie er zuhört, auf dass wir das recht verstehen können, was du uns zu sagen hast und dass wir uns dann auch wirklich danach richten, was du uns gibst aus diesem Wort. Das wird alles nur gelingen können, Herr, wenn du selber dieser Predigt deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin in meinem Leben etwa, ich denke mal 20 Mal plus minus in Berchtesgaden gewesen und in der Umgebung. Und wenn man in Berchtesgaden ist oder so auch im Salzburger Land, Bischofshofen und so, da gibt es eins, was man immer wieder sieht, den Watzmann. Diesen wunderbaren Berg, der zweithöchste Berg Deutschlands, ganz tolles Motiv. Sie kennen vielleicht das Bild von Caspar David Friedrich, der den gemalt hat, nicht halt, ein ganz toller Berg. Aber dieser Watzmann, der sieht ganz unterschiedlich aus, je nachdem, wo man steht und aus welcher Perspektive man ihn betrachtet. Also wenn man so mitten in Berchtesgaden ist, hat er einen anderen, sieht er anders aus, als wenn man auf der österreichischen Seite von Bischofshofen so von der Richtung kommt, blickt. Der Watzmann sieht anders aus, wenn man in St. Bartholomä dort in dieser kleinen Kirche nach oben guckt, man steht direkt an seinem Fuß, oder wenn man vom steinernen Meer von so einem etwa auch koloren Gipfel rüber guckt. Also je nachdem, wo man steht, sieht derselbe Berg aus unterschiedlicher Perspektive unterschiedlich aus und es ist doch immer derselbe Berg. Diese Weisheit, die ist ja keine Weisheit, das wissen Sie alle halt nicht, das können Sie auch von Ihrem Haus zu Hause sehen halt, also je nachdem, wo Sie stellen, ob von der Straße, vom Garten oder was ich, vom Dach des Nachbarn, Ihr Haus sieht immer anders aus, nicht? Je nachdem, welche Perspektive Sie haben. So ist es auch bei dem Bibeltext, den wir heute betrachten. Je nachdem, aus welcher Perspektive, aus welchem Blickwinkel man diesen Bibeltext beleuchtet, gibt er ganz unterschiedliche Informationen und spricht in ganz unterschiedlicher Gestalt zu uns. Und so wollen wir uns heute diesem Text nähern. Aus 3 unterschiedlichen Perspektiven wollen wir ihn betrachten. 3 ganz unterschiedliche Dinge, die man dann rausnehmen kann. Und ich bin gespannt, was er Ihnen und euch zu sagen hat und welche Perspektive euch am meisten anspricht, wo ihr merkt, da ist aber was drin aus der Perspektive. Da hat der Herr wirklich eine Botschaft für mein Leben. Die Predigt überschrieben, ein Text, 3 Perspektiven. Eine erste, eine sozialethische Perspektive. Ein zweites eine prädestinatorische Perspektive und drittens eine christologische Perspektive. Das erste, eine sozialethische Perspektive. Die Sozialethik ist so ein Teil der Ethik und bezeichnet den Teilbereich, der erklärt, wie gesellschaftliche Bedingungen sein müssen, damit Leben gut gelingt.
So ist dieser etwas komplizierte Begriff zu verstehen. Also Sozialethik versucht die Frage zu beantworten, wie man sein Leben im sozialen Kontext, also im Staat, in der Wirtschaft, aber eben auch in der Familie und in der Ehe führen kann, damit es gelingt. Und da gibt die Sozialethik eben ganz klare Anweisungen, was man zu tun oder was man zu lassen hat. Das ist auch ein wichtiges Feld eben der christlichen Theologie, die christliche Ethik, dass sie eben auch aus dem Blickwinkel der Bibel her sagt, was muss man tun, damit Leben gelingt. Und hier finden wir etwas ganz Wichtiges für die christliche Sozialethik, nämlich hier wird etwas ganz Entscheidendes für gelingendes Leben für einen Christen oder eine Christin gesagt. Nämlich das Entscheidende bei der Wegführung in dieser Welt, neben dem, dass du deine Sache mit Gott in Ordnung hast, das ist jetzt einmal ausgeklammert, sondern wie du dich eben in der Gesellschaft zu verhalten hast. Das Entscheidende für einen Christ, für eine Christin, damit ihr Leben in dieser Welt gelingt, ist, dass der Ehepartner ebenfalls Christ ist. Das ist die Botschaft, wenn man diesen Text aus sozialethischer Perspektive betrachtet. Ist natürlich der alte Bund, da reden wir noch nicht von Christen, aber das wissen wir ja nicht. Volk Israel ist im alten Bund halt nicht, ist die Kirche, so sagt Luther, ist die Kirche im alten Bund gewesen halt nicht. Und hier lernen wir ganz vieles, wie Leben für einen gläubigen Menschen funktioniert, beziehungsweise wie es schief geht. Die Eltern, als dort Simson kommt mit dem Ansinnen, ich habe hier ein Mädchen gefunden in Timna, nicht, sie gefällt meinen Augen, die will ich zur Frau nehmen. Da sagen die beiden Eltern, fromme Leute, das wird im Kapitel zuvor berichtet, das gibt's doch nicht. Du kannst doch nicht eine von den Heiden nehmen, von denen sie sagen, das von den Unbeschnittenen. Man muss dazu wissen, Simson ist ein ganz besonderer Mann gewesen. Schon vor der Geburt kriegt die Mutter und kriegt der Vater klare Anweisungen von Gott und gesagt, es gibt einen ganz besonderen Menschen. Das ist ein Auserwählter. Er ist ein, wir Theologen nennen das ein Nazireer. Die Nazireer waren Menschen, die für einen gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben sagten, ich trinke keinen Alkohol, ich schere mir die Haare nicht, ich schere mir den Bart nicht mehr, ich nehme an keiner Beerdigung teil und legte ein Gelübde für Gott ab. Aber es gab besondere Nazireer, die machten das ein ganzes Leben lang. Die haben das von Geburt an gemacht. Und genau so einer war der Simson. Und deshalb war der so besonders gesegnet. Sie wissen ja, der hatte unglaubliche Kraft halt, nicht? Der hat die Philister zerschlagen und zerrissen halt. In demselben Kapitel gibt es noch eine Geschichte, wie der Löwe ihn anfällt, nicht? Und will ihn umbringen, den zerreißt er einfach in der Luft halt, nicht? Weil er ein ganz besonderer, gesegneter Mann war, ganz besonders ausgewählt, der aber besondere Vorschriften auch zu halten hatte. Und für den war es undenkbar, dass der besonders gesegnete und auserwählte Mann Gottes, nun jemanden nahm für sein Leben aus dem Volk der Philister, der Unbeschnittenen. Und die Philister stehen in der Bibel immer für die Welt, für diejenigen, die gegen Gott stehen, gegen das Volk Gottes, die sich richten nach all dem, was weltlich und irdisch ist, halt nicht. Unmöglich. Und die Eltern machen das deutlich halt. Das wird hier ausführlich erzählt. Das ist eine Geschichte, wo man sich fragt, warum steht denn in der Bibel? Warum erzählt die Bibel etwas, was vor fast 3.500 Jahren gewesen ist, von so einer Brautwerbung, die damals im alten Orient passiert ist? Nun, da ist etwas, was gezeigt wird, was nicht sein soll. Das wird deutlich an dem, was die Eltern sagen. Das passt für den Mann Gottes nicht. Für den, der zu Jesus, der zu Gott gehört, der kann nicht jemand nehmen aus der Welt. Das haut nicht hin. Wir erleben das immer wieder in der Bibel, dass da, wo die Männer Gottes Frauen nehmen, die nicht aus dem Volk Gottes sind, die ebenfalls nicht gläubig sind, geht es immer schief. Der König Salomo, echt? Was war das für ein Mann? Der weiseste Mann. Gott hat ihn gesegnet wie niemand anderen, hat ihm Privilegien gegeben, der durfte den Tempel des Herrn bauen. Aber da macht er zum Ende seines Lebens einen Fehler, da nimmt er andere Frauen und lässt sich von denen verführen, von den heidnischen Frauen halt nicht, und baut für sie die Tempel und deren Götzenbilder halt nicht und fällt deshalb ab. Die falschen Frauen geheiratet. Und das kann jeder bezeugen, der ein bisschen länger verheiratet ist. Das Entscheidende für dein Leben ist nicht, welchen Beruf du wählst, das hat eine gewisse Bedeutung, kein Thema. Das Entscheidende für dein Leben ist, welchen Menschen du heiratest. Wenn du da an den oder die Falsche gerätst, dann nimmt dein Leben aber unter Umständen so eine Talfahrt an. Und wenn du den Richtigen geheiratet hast, nicht, dann wirst du sehen, wie Gott dich segnet. Und die Bibel warnt davor, die sagt den Christen, geht nicht hin und heiratet ja keinen Nicht-Christen. In 2. Korinther 6 heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Und das engste Joch, was man als Mensch in dieser Welt tragen kann, und das Joch, das muss man den jungen Leuten erzählen, das war früher so bei den Ochsen, wenn man früher einen Flug hatte halt oder wenn man
wenn er eine Kutsche hat oder was halt, dann kriegten die Pferde, kriegen die Ochsen ein Gespann angelegt, was sie festgehalten hat, wo sie halt in eine Richtung gegangen sind. Und das engste Joch in dieser Welt, das ist die Ehe. Und es ist ganz wichtig, dass ein Christ, eine Christin jeweils eben nur einen Christen oder eben eine Christin heiratet. Dass eben wir nicht am fremden Joch da ziehen. Es ist ganz wichtig, die richtige Frau, den richtigen Mann zu finden. Findet man das nicht, gibt es die Katastrophen. Man kann die Simson-Geschichte, und ich bitte euch, lest die mal, lest die ganzen Geschichten. Es ist nicht die einzigste Frau, die er heiratet. Hier die Geschichte, mit hier der Brautwerbung geht sofort schief, kostet vielen Menschen das Leben. Dann geht er später weiter in Richter 16, er verliert all seine Kraft auch wieder um einer Frau, die Delilah, auch wieder so eine Frau von den Philistern, wo er sich verführen lässt. Er hat immer die falschen Frauen und das ruiniert ihn komplett. Und das ist etwas, was immer wieder halt geistlich eine Wahrheit ist. Nimmst du dir eine Frau aus der Welt, dann ist der geistliche Verfall vorprogrammiert. Ich sage das immer wieder meinen Konfirmanden. Und was man den Konfirmanden sagt, das muss man ab und zu mal der Gemeinde sagen halt nicht. Nur die kann man anders prägen. Ich sage den Konfirmanden immer, wenn ihr eine Ehefrau sucht oder einen Ehemann, dann gelten die drei Gs. Und zwar in der Reihenfolge. Erstens gläubig. Gläubig, das ist das Wichtigste. Zweite, gut kochen. Das heißt also nicht, dass einer, ja, ich weiß, Sie lachen dann auch immer, gut kochen heißt nicht, dass das Schnitzel und das die Pommes richtig hinhauen, sondern ich sage dann immer, kann sie eine gute Mutter für deine Kinder sein und passt die in wirklich eine Lebensführung? Und umgekehrt für die Frauen, ist das eines Tages ein guter Vater für eure Kinder? Das meine ich mit gut kochen halt nicht. Und wenn diese beiden Dinge stimmen, dann kann man noch das dritte G machen, gut aussehen. Ja, das ist dann auch noch in Ordnung, das darf man auch noch mitnehmen. Aber bitte in dieser Reihenfolge. Und leider, das wissen wir, spielt häufig nur Punkt 3 eine Rolle. Oh, die ist so fantastisch, sie ist so bezaubernd, nicht? Und dann frage ich nicht, und das habe ich ganz häufig erlebt, ist sie denn beim Herrn? Nee, beim Herrn ist sie nicht. Aber ich kriege das hin, Olli heißt es dann, nicht, wenn man mit den jungen Leuten spricht, nicht? Ich kriege das hin, ich bin doch gefestigt halt, nicht? Und dann kann man das, habe ich so häufig beobachtet, dann einfach so langsam der Prozess weg vom Wort, nicht? Und dann tauchen die nicht mehr auf. Zu Anfang kommt sie noch mit, dann kommt er alleine, dann kommt er nur noch alle 14 Tage, nicht? Und dann ist es auf einmal weg. Das geht ganz schleichend, da kann der Widersacher ganz stark arbeiten, nicht? Und das sind manchmal nicht, ich sage das jetzt bewusst, die schlechtesten Frauen, die da nicht gläubig sind, nicht? Das sind manchmal die ganz lieben und netten halt, nicht? Und da lässt man sich dann eben wegziehen halt, da arbeitet der Widersacher. Und ich sage auch nicht, wenn man als Gläubiger gerne Gläubige heiratet oder umgekehrt, dass dann automatisch alles 100% nicht funktioniert. Nicht, dass jetzt wieder Briefe kommen und sagen, so nach dem Motto, sie hätten das falsch. Das stimmt auch nicht. Aber für das geistliche Leben ist das die Katastrophe, wenn ich eine Ungläubige oder umgekehrt als Frau einen Ungläubigen heirate. Es ist etwas anderes, das sage ich auch, wenn man schon verheiratet ist, man hat als Ungläubige geheiratet, hatte keine Ahnung von Jesus und einer bekehrt sich in der Ehe, dann darf man den nicht verlassen. Da könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 7. Das ist hier nicht angesprochen. Aber wenn ich als Christ oder als Christin einen Partner suche, dann soll ich einen Partner nehmen, der gläubig ist, der wiedergeboren ist. Die alten Brüder, da wo ich herkomme im Siegerland, die sagten immer, wenn du als Gläubiger eine Ungläubige heiratest, dann ist das so, wenn einer am Tisch steht, am ganz hohen Tisch, und der andere steht unten. Der von oben den anderen hochheben will auf den Tisch, also der Gläubige, das ist ganz schwer, das schafft man kaum. Mit einer Hand einen hochheben, der dann so 70 Kilo wiegt, schafft man nicht. Aber der unten steht, der kann ganz leicht einen runterziehen. So ist es mit der Welt. Die Welt zieht uns viel schneller runter vom Glauben, als dass wir jemanden aus der Welt durch unseren guten Lebenswandel bringen. Das wissen wir auch alle, die wir eine Ehe führen, nicht auch so Christen. Ich frage mal meine Frau, was ich der in meiner Ehe eine Zeugnis bin, halt so nach dem Motto, wenn ich die über den Glauben überzeugen sollte, über meine Lebensführung halt, nicht? Also da wäre die längst weg halt. Das klappt in der Ehe ganz häufig bei uns Christen auch nicht, das müssen wir wirklich kritisch sagen. Deshalb, Ehe ist nicht der Moment, wo man anderen Menschen missioniert, sondern wenn man heiratet, heiratet man jemand, der wiedergeboren ist. Das ist die erste Geschichte hier, die nochmal deutlich wird. Die Eltern machen das deutlich und die weiteren Verlauf der Geschichte zeigt eben, wie das auch komplett schief geht halt nicht, wo jemand, der nicht wiedergeboren ist, nicht zum Volk Gottes gehört halt nicht, von jemandem geheiratet wird, der zum Volk Gottes gehört halt nicht. Das ist so die erste sozial-ethische Perspektive. Vielleicht für viele von euch gar keine Sache. Die können das vielleicht bestätigend sagen, weil sie eine Christin geheiratet haben oder einen Christen halt. Aber vielleicht gibt es ja Leute unter uns, die auch davor stehen oder eines Tages vorstehen, zu sagen, hütet euch davor, als Wiedergeborene, als Kinder Gottes, Menschen aus der Welt zu heiraten. Das ist die große Gefährdung für euer Glaubensleben. Eine sozialethische Perspektive. Zweite Perspektive. Wir nehmen jetzt einen ganz anderen Blickwinkel an. Da sieht die Geschichte ganz anders aus. Eine prädestinatorische Perspektive. Prädestination heißt Vorherbestimmung. Und hier in der Geschichte ist von Vorherbestimmung die Rede. Jetzt macht Simson diesen Blödsinn, dass er da eine Frau aus der Welt wählt,
Seine Eltern halten dagegen, aber dann kommt hier im Vers 5 was ganz Interessantes. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam. Denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Das, was Simson macht, ist falsch. Und trotzdem gebraucht Gott in seiner göttlichen Vorsehung dieses Falsche, was dann auch zur Katastrophe führt, für seinen Heilsplan. Sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn war. Obwohl es falsch war, trotzdem hat Gott es geführt. So sind die Vorherbestimmungen Gottes. Gott sitzt im Regiment und steuert auf wundersamste Weise, aber nicht so wie der fromme Pastor Latzel oder wie jemand anders an seinem Schreibtisch das irgendwie runterrechnen kann und sagen kann, so muss er doch jetzt funktionieren, sondern ganz anders als wir denken. Anders als der Manoach, so heißt der Vater von dem Simson hier, und seine Frau das gedacht haben, ganz anders handelt und wirkt Gott. Ja, das geht in die Hose, diese Beziehung halt, und kostet viele Menschen das Leben halt. Aber Gott wirkt dadurch, weil Gott alles vorherbestimmt hat. Das ist die Botschaft dieses Textes. Gott hat alles vorherbestimmt. Alles. Das ist etwas, was Menschen häufig nicht annehmen wollen. Nicht der Mensch dieser Welt, nicht, der ist ja selbstbestimmt, nicht, der entscheidet ja selbst. Der sitzt ja mit dem lieben Gott auf Augenhöhe, nicht, wie mit seiner Ehefrau in der Küche auf der Eckbank und der unterhält sich nicht und er entscheidet auch ein Stück weit selber. Dieser Gott kann natürlich ein bisschen mehr als er, nicht, aber wir sitzen ja mit dem so beim Vorstellen manchmal auf einer Augenhöhe. Das könnt ihr vergessen. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich, alles, was in unserem Leben passiert, alles. Tag unserer Geburt, Tag unseres Sterbens, Tag an dem Tag, wo wir uns bekehrt haben, alles ist von Gott vorherbestimmt. Ist auch vorherbestimmt, dass wir zum lebendigen Glauben kommen und dass andere Menschen nicht dazukommen. Das ist alles von Gott vorherbestimmt. Die Bibel sagt auch, das sage ich direkt dazu, dass der Mensch sich trotzdem noch selber entscheiden muss. Ja. Da fragen die Leute immer, ja, wie kann das denn funktionieren? Was denn jetzt? Entweder Prädestination, komplette Vorherbestimmung, oder aber der freie Wille des Menschen. Was denn jetzt? Muss ich mich noch selber entscheiden oder hat Gott alles getan? Beides, sagt die Bibel. Das kriegen wir als Menschen nicht übereinander. Und wenn ihr glaubt, das irgendwie in euer Hirn reinzukriegen, dann kann ich euch jetzt schon sagen, werdet ihr nie schaffen. Ich kriege das auch nicht hin. Die Dinge, die mit Gott und mit Gottes Vorhersehung zu tun haben, mit Gottes Heilsplan, die können wir gar nicht verstehen. Und hütet euch vor den Leuten, die meinen, ich habe hier so auf 2 DIN A4 Zettel, wie Gott die Welt zu Ende führt oder wie die Dinge laufen. Verstehen wir nicht. Gott ist der Große und Heilige. Wir sind nichts. Und wir verstehen seine Vorhersehung nicht. Wir können nur das annehmen, was er uns in seiner Schrift offenbart. Und das sagt eben beides, sowohl, dass alles vorherbestimmt ist, wie auch, dass wir uns noch in freiem Willen entscheiden können. Kriegen wir nicht untereinander, schaffen wir nicht, so ist Gott. Ähnlich, ich sage das immer wieder bei der Dreieinigkeit. Wie ist denn Gott? 3, Vater, Sohn und Heiliger Geist, oder ist er nur einer? Verstehen wir auch nicht. Die wesentlichen Dinge des Glaubens können wir letztlich nicht fassen, die können wir im Glauben nur annehmen. Und so auch bei der Vorherbestimmung. Aber das wird hier deutlich. Hier sitzt Gott am Werk, der das alles vorher schon genau geplant. Auch wenn es falsch ist, Gott hat es geplant. Psalm 139 heißt es, war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner war. Gilt nicht nur für den Psalmschreiber vom Psalm 139, gilt für uns auch. Alles ist bei Gott schon klar. Der weiß genau, was in deinem Leben passiert halt. Und bitte, das dürfen wir auch immer wieder für unsere Bekehrung wissen. Nicht ich habe mich bekehrt 1982 auf einer Freizeit des CVDMs, sondern der Heiland ist in mein Leben reingebrochen vor Urzeiten und dann hat er sich mir offenbart, da konnte ich gar nicht anders als Ja sagen. Johannes 15 heißt es nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Epheser 1 heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und ich könnte jetzt hier 50, 60 Bibelstellen aufführen, die von der Vorherbestimmung künden und eben auch in diesem Text. Und Gott ist, so heißt es im Römerbrief, der Töpfer, der seine Gefäße macht nach seinem Willen, manche zu ihrem vollen Gebrauch, manche zu nicht ihrem vollen Gebrauch. Und auch manche Teile in unserem Leben macht er zu nicht ihrem vollen Gebrauch. Da können wir nicht sagen, ja, wenn ich jetzt Sünde gemacht habe, dann hat Gott das so gewollt. Das geht nicht so. Nicht? Da sind wir wieder selber verantwortlich. Das ist dann auch die Wahrheit der Bibel. Nicht? Das ist das Interessante. Das ist auch so ein Spannungsfeld, dass wir nie so zusammenkriegen wie so ein Lego-Puzzle halt, nicht, wo wir sagen, 100 Teile knallen wir beieinander, dann passt das alles. Das kriegen wir nicht zusammen.
Wir sind für die Sünde, die wir machen in dieser Welt, schon verantwortlich. Und trotzdem steuert durch das falsche Verhalten Gott auch. Das ist etwas schwer zu Verstehendes, aber das ist die Wahrheit der Bibel. Warum sage ich das jetzt in dieser Ausführlichkeit? Nun, weil mir das ein absoluter Trost ist, diese prädestinatorische Perspektive. Wisst ihr, ich bin in meinem Leben auch jemand wie der Simson. Also ich habe bei weitem nicht die Vollmacht und die Stärke, schon gar nicht halt nicht, die dieser Simson hatte. Aber ich darf auch für Gott unterwegs sein. Aber wisst ihr, ich bin auch ein sündiger und falscher Mensch und lasse mich immer wieder verführen von der Welt, genauso wie der Simson. Und eigentlich müsste dieser Gott einbrechen, genauso wie hier bei dem Simson, und müsste sagen, dieser Simson hat versagt, ich hau richtig dazwischen, ich suche mir einen, der perfekt funktioniert, halt, den kann ich nicht gebrauchen. Obwohl der Simson einen großen Fehler hier macht, arbeitet Gott selbst durch die Fehler hindurch. Gott nimmt uns in unserem Versagen an. Und wisst ihr, wenn ich das bei dem Simson sehe, da stelle ich mich einfach daneben und sage, genauso bin ich auch. In meinem Versagen, in dem, wo ich mich von der Welt verführen lasse, und der Herr kommt immer wieder und arbeitet mit mir weiter. Trotzdem ich einfach nicht funktioniert habe. Und er kann auf den, so sagen das die alten Brüder, auf den krummen Linien meines Lebens gerade schreiben, das kann Gott tun. Und das ist mir ein Trost. Das ist mir ein Trost. Wisst ihr, mir ist vollkommen egal, was morgen und übermorgen wird. Das interessiert mich gar nicht, was der Herr schon vorherbestimmt hat. Der weiß das. Brauche ich gar nicht zu wissen. Ich weiß, was da passiert am Tag meines Todes. Nicht, wenn ich die Augen zumache, ob in einem Jahr oder in 40 Jahren halte ich, da bin ich in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem. Halleluja. Aber ich weiß das für die Zeit bis dahin. Bei all dem Mist, den ich noch verbocken werde, für all das Falsche. Der Herr dein sein wird und der wird auf krummen Linien gerade führen. Wir haben das im letzten Jahr erlebt. Ich habe letztes Jahr diese Predigt gehalten, ich wisst ja alle halt nicht, 18. Januar. Und da haben wir alle gesagt, ich inklusive, Mensch, da waren drei Bemerkungen, die waren scharf. Ja? Die waren richtig scharf. Habe ich hinterher auch gesagt, tut mir leid, ich wollte niemand mit verletzen. Aber ich frage mich heute aus einjähriger Differenz, war es vom Herrn oder nicht vom Herrn? Stand in meinem Manuskript nicht drin, diese scharfen Formulierungen. Nicht? Aber so kann Gott arbeiten, damit will ich jetzt nicht meine Fehler rechtfertigen. Nochmal, für Fehler, die ich gemacht habe, entschuldige ich mich. Und die bringe ich auch unter das Kreuz. Und trotzdem ist es so, dass Gott mich annimmt mit meinen Fehlern. Und dass er das schon wusste und dass er auch Dinge gebrauchen kann, dass er wirklich Dinge führt zu Dingen einfach, die ich gar nicht überblicken kann. Wie bei den Eltern hier, sie wussten nicht, dass es von dem Herrn war. Nochmal, und das ist etwas sehr Tröstliches, diese prädestinatorische Perspektive. Wenn wir uns grämen über unsere Schuld und über unsere Sünde, dann dürfen wir wissen, der Herr nimmt uns immer wieder an. So wie bei Petrus, nicht? Der geht auch am See unter, halt, nicht? Der macht Dienst und dann hört er auf Jesus zu gucken, guckt auf die Wellen und das Meer und da geht er unter. Nicht auch so ein Versager, genau wie der Simson. Das ist dasselbe, was da passiert auf dem See Genezareth. Aber der Herr kommt und hält ihm die Hand entgegen. Der wusste schon, dass er untergeht, nicht? Und zieht ihn raus. Und genauso ist der Herr auch zu mir. Genauso wie er Simson annimmt und mit seinem Versagen weiterarbeitet, so arbeitet er auch mit meinem Versagen weiter. Das soll nicht mein Versagen rechtfertigen. Da will ich mich nicht hinter verstecken. Aber es ist ein Trost für meinen Dienst und das mag ein Trost für deinen Dienst sein, den du tust als Kind Gottes in deinem Versagen, das du hast, wo du sündhaftig bist, wo du von der Welt verführen lässt. Der Herr nimmt dich neu an und das wusste er schon vor Urzeiten und er kann damit weiterarbeiten. Römer 8 heißt es, wir wissen aber, dass denen, das ist ein ganz tolles Wort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, also wir Christen, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss hier wieder berufen sind, die er ausersehen hat, der hat auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen ein Bruder. Das dürft ihr wissen, auch für die krummen Dinge eures Lebens, auch wenn ihr sie nicht versteht und wenn ihr sie nicht haben wollt. Gott sitzt im Regiment und er führt. Und ein drittes, eine christologische Perspektive. Wir nehmen jetzt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel an. Wir nehmen jetzt den christologischen Blick auf die Bibel an. Ich habe das ja schon am 27., als ich gepredigt habe, da habe ich ja das über das Bekleiden mit Fellen gesprochen, nicht? Und habe das nochmal da länger deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass man im Alten Testament Jesus entdeckt. Und ich kann das nur wiederholen. Ich erlebe das immer wieder, auch in der letzten Woche wieder. Ja, Pastor Latzel, warum predigen Sie denn so häufig über das Alte Testament? Da weiß ich, dass einer überhaupt gar keine Ahnung hat, der so eine Frage stellt halt, nicht? Der ist noch ganz am Anfang des Glaubens. Der hat noch die Decke vor den Augen. So nach dem Motto, ja im Alten Testament haben wir doch Jesus, nicht nur so ein paar Stellen, nicht? Ab und zu mal so eine Verheißung, die sehen wir dann in der Adventszeit, aber ansonsten kommt doch Jesus nicht vor. Wisst ihr, im ganzen Alten Testament ist Jesus Christus.
Wer das nicht erkannt hat, der hat die Decke vor den Augen. Jesus selber sagt, nicht sucht mich in den Schriften, ich wiederhole dieses Wort immer wieder, sucht mich in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Und das hat er seinen Jüngern gesagt. Und die hatten damals nicht Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer, Korinther, Galater, den ganzen Neuen Testament. Nein, die hatten nur das Alte Testament. Und die erste Gemeinde in Jerusalem, die hat das Alte Testament gelesen. Noch bis zum Ende des ersten Jahrhunderts, da war kein Neues Testament da. Die haben das Alte Testament gefunden und alles, was die gelesen haben, da haben die Jesus drin gefunden, haben gesagt, ja, das ist ja genau das, was der Herr verheißen hat. Und so dürfen wir auch jede Geschichte der Bibel lesen. Überall, wo der Herr steht in der Bibel, dürft ihr sagen, steht Jesus drin halt nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder im Alten Testament Jesus finden. Und wenn du das noch nicht begonnen hast zu tun, glaub mir, da stehst du ganz am Anfang des Glaubens. Da fehlt dir 2/3 der Schrift. Dann ist das dir verborgen. Das ist eine Perspektive, die müssen wir wieder einnehmen. Das Alte Testament durch den Blick Jesu Christi. Perspektive heißt ja durchblicken, dieses griechische Wort. Durchblicken. Durch Jesus durchblicken ins Alte Testament. Und da offenbaren sich Welten, das ist gigantisch. Ich habe am 27. gesagt, wer das nicht verstanden hat, der ist genauso wie einer, der denkt halt, ich habe Bremen gesehen, Hamburg gesehen und Niedersachsen, da weiß ich, wie ganz Deutschland ist. Da sagst du, wunderbar, da hast du 3 Bundesländer gesehen, aber 13 hast du gar noch nicht wahrgenommen halt nicht. Da hast du nur einen kleinen Ausschnitt wahrgenommen. Und genauso ist es hier. Die christologische Perspektive, und die möchte ich jetzt im letzten Punkt mit euch machen, auf diesen Text gucken, hier ist Jesus drin, hier ist von Jesus die Rede. Diese Perspektive sieht, dann liest man als erstes Simson. Hebräischer Name heißt übersetzt Sonnenmann. Sonnenmann. Wenn ich dann weiß, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wenn Simson hier Sonnenmann heißt, dann sage ich, oh, dann kann ich verstehen, da finde ich Jesus drin wieder, als Abschattung natürlich. Dann Timna, diese Stadt, in die er hinabsteigt, die heißt Sprödigkeit übersetzt. Sprödigkeit. Und dann frage ich mich, hier heißt es, Simson stieg hinab nach Timna. Simson, der Sonnenmann, in die Sprödigkeit. Der Herr Jesus, wo ist denn der hinabgestiegen? Der ist hinabgestiegen in diese spröde, verkommene, dreckige Welt. Ja? Das ist genau das Hinabkommen. Und was passiert bei dem Hinabsteigen? Da sieht er jemanden, der es nicht wert ist, dass er sich mit ihm verbindet. Diese Frau der Philister. Aber seine Augen gewinnen sie lieb. Und dann kehrt er zurück, steigt wieder herab und wirbt beim Vater für diese Frau. Leute, ich meine, das springt einen ja an, da muss man keine Theologie für studiert haben, halt nicht, da musst du nur mal einen vernünftigen Konfirmandenunterricht besucht haben, da verstehst du, was hier von Jesus Christus die Rede ist, nicht? Dass das eine Vorabschattung dessen ist, halt nicht, was bei Jesus passiert ist, nicht? Genau das, was Simson hier getan hat, der Mann Gottes, der steigt herab, der Sonnenmann halt nicht, der kommt runter in die Sprödigkeit, in die verlorene Welt und da gewinnt er die Unwürdige, die Sünderin, die Unbeschnittene lieb und dann wirbt er beim Vater und er nimmt sie zur Braut. Ja, wen nimmt denn Jesus Christus zur Braut? Uns, seine Gemeinde. Und wisst ihr, wir sind genauso wie diese Frau hier halt, nicht? So wie diese Frau es nicht wert war, nicht von Simson gefreit zu werden, genauso wenig bin ich es wert, dass ich eines Tages im himmlischen Jerusalem bin. Und genauso wenig seid ihr es wert. So ist niemand auf dieser Welt das wert. Wisst ihr, warum wir eines Tages dabei sein dürfen im himmlischen Jerusalem? Weil der Herr Jesus Christus uns lieb hat. Weil er uns lieb hat. Das ist so ein ganz starkes Bild, nicht? Er steigt hier ab und seine Augen haben gefallen an dieser Frau. Als diese Geschichte vor 3.500 Jahren passiert. Aber wenn ich die heute aus christologischer Perspektive sehe, da höre ich für mich das Evangelium in lautesten Tönen klingeln. Der Heiland Jesus Christus ist herabgestiegen aus seiner Herrlichkeit in diese Sprödigkeit herunter. Halt, nicht? Da ist er durch die Welt gewandelt, da hat er all die Menschen gesehen, die es nicht wert sind. Und auch diesen Pastor Latzel, der es nicht wert ist, der so ein Sünder ist. Und wisst ihr, seine Augen hatten Spaß an diesem Pastor Latzel. Nicht, weil er es verdient hat. Nein, das war auch im geistlichen Sinne unbeschnitten ein Sünder. Er hat Spaß und deshalb ist er zum Vater gegangen und hat sich für ihn eingesetzt und hat ihm Wohnstätte bereitet und hat ihn dazu eingeladen, Hochzeit mit ihm zu halten. Und obwohl ich ihn immer wieder enttäusche, genau wie diese Frau, der den Simson enttäuscht, nicht, genauso hat Jesus ein Lieb. Wenn ich diese Geschichte aus christologischer Perspektive sehe, da springt mich hier die Liebe Gottes an. Die Liebe Gottes an. Und vielleicht waren die ersten beiden Punkte ja nichts für dich. Vielleicht hast du jetzt nicht eine Entscheidung zu treffen, jemanden zu heiraten, dass das noch für dich in Frage kommt. Vielleicht ist die Frage der Prädestination für dich nicht wichtig, halte ich der Vorherbestimmung. Aber vielleicht ist es so, dass du dich vielleicht momentan ungeliebt fühlst. Dann möchte ich dir das als Evangelium von dieser Stelle aus verkündigen.
Der Heiland Jesus Christus hat dich lieb. Das sagte dir schon durch diesen alttestamentlichen Text. Er ist aus der Höhe herabgestiegen in diese Welt. Und hat dich gesehen, schon vor Urgrund. Und er hat dich lieb. Der hat dich lieb gewonnen. So lieb gewonnen, dass er auf Golgatha sich für dich hat hinrichten lassen, damit du eines Tages in der Ewigkeit beim himmlischen Jerusalem, im himmlischen Jerusalem sein kannst. Nicht? Halleluja, nicht? Das ist Evangelium pur, was hier passiert. Nicht? Er hat dich erwählt, weil du Teil der Gemeinde bist. Halt, nicht? Und obwohl du ihn auch verrätst, so wie diese Frau hier, er hat dich lieb, du hast Gefallen gefunden in seinen Augen. Halt, nicht? Und vielleicht ist das die Botschaft, die du hören musst heute für dein Leben. Dass du ein geliebter Mensch bist, vielleicht nicht von deinem Umfeld, in dem du stehst, aber eben von dem lebendigen Gott, der für dich da ist, der dich liebt, und der ein Ja zu deinem Leben hat und dass er dich erwählt hat zur Hochzeit, dass du eines Tages dabei bist, nicht? Das werden wir eines Tages, Hochzeitsmahl des Lammes, er ist das Lamm der Herr, nicht? Und wir sind die Braut als Gemeinde, dass wir einfach dabei sind. Drei Perspektiven zu einem Text. Ich habe begonnen damit, dass ich gesagt habe, ja, wenn man unten in Oberbayern dann den Watzmann sieht, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, so sieht dieser Berg ganz unterschiedlich aus. Und wenn man diesen Watzmann sieht, dann denkt man, oh, das ist so ein Ding, das hat schon vor 100 Jahren gestanden, schon vor 300 Jahren, das ist ja ewig. Aber das sagt mir der Watzmann immer, ich weiß, der wird nicht ewig stehen. Die Perspektive des Watzmanns, ob von der Ost-, von der Nord- oder von der Westseite, wird irgendwann weg sein. Diese Perspektive wird irgendwann verschwinden, weil alles Irdische irgendwann vergeht. Aber die Perspektiven, die wir hier heute eingenommen haben, das sind Ewigkeitsperspektiven, die bleiben. Die Perspektive, die uns das Wort Gottes bleibt, weil das Wort Gottes bleibt. Und so haben wir heute gehört auf eine ewige sozialethische Perspektive, die stimmt im Alten Bund, im Neuen Bund, dass wir eben sagen sollen, wir sollen nur Leute aus dem Volk Gottes heiraten, nur Gläubige heiraten. Zweitens eine prädestinatorische Perspektive, die uns gesagt hat, halt, Gott hält alles in seinen Händen. Wir verstehen diese Prädestination, die Vorherbestimmung nicht, aber wir dürfen uns vertrauen, dass dieser Gott es gut und richtig führt, auch mit unserer Sündhaftigkeit und mit unseren Katastrophen. Und wir haben eine christologische Perspektive eingenommen, eine ewige Perspektive, die gilt, die sagt, Jesus Christus, der lebendige Gott, hat Gefallen an dir und er liebt dich, er ist für dich da. Möge der Herr diese Predigt über diesen Text mit den drei Perspektiven an deinem Leben und Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.